So, da sind wir wieder im Open Air. Schöner Krone Park. Gute. So, wir sind hier jetzt im Open Air in Bensheim, im Krone Park. Da haben wir auch den Vorführwagen, den habt ihr auch schon mal gesehen. Und ich versuche jetzt mal einfach mal irgendwie festzuhalten. Von alles aufschließen, aufbauen, einschalten. Vorstellung vorbereiten. So, ist auch unser Nachtlager. Piep. Da haben wir hier oben ein Mischpult, da kommt Mikrofon, Pausenmusik alles rein, Soundprozessor, Kontrolllautsprecher sind nicht Anschlüsse, der 2210 Projektor, die Dorm hier unten, kennt ihr auch alles, muss man nicht wiederholen. Nützt. Schalten wir hier mal alles ein. Es hier ist ja schon was los. Haben wir so 160 bestuhlt, 200 sind möglich. So, die Schutzkappe ab. Die haben wir da drauf, dass tagsüber die Sonne hier nicht reinstrahlt. Die Lautsprecher holen. Ich werde hier schon angeschaut, ich führe Selbstgespräche. Ah, der liebe Kollege Guido ist hier schon tatkräftig dabei, mir die Lautsprecher zu richten. Du bist im Video, ist das okay? Ja, auf jeden Fall. Gut, danke schön. So. Jetzt müssen die da. Oh, was ein Gewackel. Die müssen jetzt links und rechts zu der Leinwand hin. Da liegt sie, die aufblasbare Leinwand. So. Das ist die Reste, was du hast. Wie immer die mit der festen Stange. Ja, super Equipment. Thank you.
führen ein. Du führst ein, ich führe mit. Unser Lautsprecherführer. Jawohl, danke schön. Hier unter der Box ist ein starkes Gebläse. Das hier unsere Hüpfburg aufbläst. Nee, Spaß. Hat nur der Hüpfburg zu lassen, ist der Rahmen für die Leinwand. Oh, da waren wieder ein paar kreativ heute Nacht. Schuppe. Das dauert jetzt ein paar Minuten. So, da bäumt der Gigant auf. Was so ein kleines Gebläse doch anrichten kann. Ne? Yes! So, schnell geht das, ne? Ist genial. Einfach nur das genialste System. Nichts Neues, aber genial. So, jetzt nur die Lautsprecher anschließen. Gegen die Sonne filmen ist natürlich total professionell, wie immer. Kennt ihr mich ja? Vielleicht finde ich auch eine andere Position. Das Ganze doch mal. So, noch ein bisschen was zur Leinwand. Da haben wir, damit man die verspannen kann und nichts im Boden rammen müssen, haben wir diese riesen Spanngötter.
Lastenschlaufen, um einmal hier 510 Liter Behälter mit Wasser gefüllt. Einer war kaputt, 310 Liter, reicht aber für den Notfall, ist ja nur für die Verspannung. Die Gurte, die hier runterhängen, in der Mitte, die sind, um die Leinwand abends gezielt zusammenfallen zu lassen, wenn man die Luft rauslässt. Hier ist gleich in grün, tatsächlich grün. Ja. Das lebt schon, das Wasser. So eine Sonne in so einem Behälter, es gibt ein schönes Ökosystem. So. Mal check, ist alles an? Yep. So, die Lautsprecher hier. Das ist ein Lachs-System. Nichts Besonderes, was oben erreicht, weil da wird ja teilweise auch nicht schonend mit umgegangen. Die Lautsprecher sind ein passendes Aktivsystem. Die haben also jeweils eine Endstufe drin, hier unten der Bass. Hier kommen wir ja dann in den Ton rein. Und hier wird der Daisy Chain, wie man so schön sagt. Dann ist er auf dem Lautsprecher hier oben. Wer wissen will, was da drin ist, wieder einmal Pause drücken. Made in China. Nachdem hier alles schon hochgefahren ist, können wir auch unseren Tischl aufbauen mit meiner Technik. Ich denke nicht. Echten Kino. Das mache ich auch alles remote über einen Rechner. Ein uraltes Gigabyte. Das XP drauf, reicht vollkommen dafür. Braucht kaum Ressourcen. Ich habe auf dem zweiten habe ich Windows 10 drauf. Nicht fragen. Ich hatte, glaube ich, schon mal einen Mega-Kommentar gelassen. Ne? Brauche einen Moment zum Hochladen. Ach, die Maus fehlt. So, und da ist auch schon. Das kann ich mir hier über VNC. Ich mir den Abspielserver holen. Kann schon mal die Playlist für heute laden. So, was haben wir heute? Der Masseur. Ja. Da sind jetzt alle Befehle drin. Ganz oben. Spiegelzwerg. Anfang, willkommen dir, mit Pause, dann kommt ortsspezifisch ein kurzer Spot von mir, im Programm, Werbefilme, Trailer und am Schluss dann das Feature, der Hauptfilm. Und der Veranstalter möchte am Schluss immer Putti laufen haben, kann er haben, habe ich mir das DCP gemacht, das läuft einfach hinten dran, hat man keine Kopfschmerzen mehr. So, das ist soweit ready, dann können wir auch schon mal die Playliste laden.
soweit gut. Na komm, Pause. Jawohl, startklar. Und da wir dieses Jahr den CP750 haben, nicht mehr die AP20, muss man über dieses Setup-Programm gehen, da kann man auch alles steuern. Connect Remote Device, die IP-Adresse hat er sich zur Abwechslung mal gemerkt. Ist grün. Gut, dann können wir hier eigentlich langsam mal die Leute aufwecken. Können wir aber abspielen, können wir das Tier nämlich schon mal rausjagen. Das sieht man nämlich dann auch, wenn es zeitlich und Lichtverhältnisse ausreicht, einen Film zu starten. So, läuft unser Dia, geht auf Pause, nachher muss ich dann wieder auf Play drücken, dann geht's weiter. Der faule Mensch automatisiert, ne? So. Dann mal das Mikrofon checken. Ich helfe dir gleich. Eins, zwei. Guck mal, guck, ist nicht bei mir vorbei. Mensch, was suchst du doch gerade? Das hat alles von dir fernzuhalten, die Arbeit und dann. Ach so, ja. Danke, bist du gut zu mir. Guckst du, ich bin am Schwitzen. Ja, ja. Angstschweiß von mir. Soll ich deinen auch mal filmen? Weil du bist auch ganz klasse. Ich kann es jetzt Porträt machen. Ja, hey, ich habe einen Gimbal. Ein Gimbal ist gut. Zeig mal, wie toll wir sind, dass wir alles mit der... Hey, wo ist mein Hut? Ich muss doch wichtig aussehen. Hab's gleich, Moment. So sieht man hier wichtig aus. Wollen wir nochmal zusammen nach der Kabeltrommel gucken? Wollen wir nach der Kabeltrommel? Schauen wir nach der Kabeltrommel. Sehen wir nicht nur wichtig aus, sondern sinnvoll. Genau. Ich muss meine Hose hochziehen, Moment. Oh, jetzt macht der hier erst noch ein Striptease hier. So, mal schauen, ob sie jetzt willig sind. Oder ob ich hier doch mit brachialer Gewalt ran muss. Na, es werde nicht. Geht doch, Mensch. Ja, und die haben hier also einen Farbwechsler. Wenn man reinschaut, wird man blind. Geht doch. Da pullt doch allen Ernstes auch hier der Fokus. Das ist doch zum Kotzen. Davon laufen. Naja, gucken wir mal, wie viel Platz, was wir hier haben. Da haben wir hier vom Hotel einen schönen Pavillon mit allem möglichen guten Zeug, Longdrinks und ach ja, was haben wir hier? Cocktails, ach ja, Gardens Grape Tonic, zu guten Preisen. Heute haben wir eine Liveband, tschechischer Jazz, glaube ich. Wollen wir nachher was hören? Mit schöne gegrillte Würstchen und Brötchen und Brezeln und lecker Zeug. Ja, Weinhandel. Nur vom Besten. Wieder einmal lächeln. Der Weinchef persönlich. Wenn ihr guten Wein wollt. Dann kommt ihr zu Frimes, weil wir haben auch die leckeren Burgunder aus Frankreich. Gut, jetzt muss ich zwar Werbung reinschreiben, aber das tut nichts. Ja. Ja, auch Werbekreis Auerbach. Vaterschaftsfreunde. Und schon jede Menge Gäste da, die wollen wir nicht filmen. So, jetzt müssen wir warten, bis die Leute kommen, bis es dunkel genug wird. Dann gibt es hier eine schöne Ansprache. Ein bisschen Live-Musik, wie schon gesagt. Die tschechische Gruppe hier, die noch am Aufbauen ist. Und dann schauen wir weiter.
heute Abend spielen wir den Feuerwehrball. Die Schauladen, wo ist er denn? Da ist er. Da habe ich am Anfang hier mein Start-Willkommen-Segment. Das ist eine Playlist in der Playlist. Da steht dann der Befehl drin, mach die Lampe an, mach die Klappe auf am Projektor. Tonumschaltung erfolgt erst später. Und damit zeigen wir dann das Willkommen dir. Das lassen wir laufen, bis es dunkel genug ist. Und dann kommt hier so mein Jingle mit Programmvorschau und Willkommen, bla bla. Ein paar Werbefilmchen. Bei dem hier müssen wir die Lautstärke etwas anpassen. Mit der Playlist, der ist zu laut. Und dann kommt noch ein Werbefilm. Trailer für die Stasi-Komödie, die läuft am Sonntag. Dann das Segment für den Hauptfilm. Da stehen die Befehle drin, die man braucht, um den Hauptfilm zu starten. Also im normalen Kino wäre das dann saalisch ganz aus. Hier ist nur die Formatumschaltung. Das ist eigentlich hier nur Placebo. Das Vorprogramm ist immer Breitwand. Aber beim CS-Film hätte ich hier dann einen CS-Umschaltbefehl drin. Dann kommt der Hauptfilm. Der 25 Bilder. Flat, aber 1,33 bis 4:3. Das ist also ein Breitwandcontainer, nennt man das Container, mit einem 1,33er Bild, 2-Kanalton, in 2K Auflösung, ist ein Blow-up aus einer DVD. Das vereinfacht die Sache, dann wandle ich mir die Sachen lieber um und habe es in der Playlist drin. Ne? Automatisieren ist was für faule, intelligente. Ah, kleiner Spaß am Rande. Und am Ende hier mach's Licht an, schalte auf Pausenmusik um und hier läuft auch nochmal Lied am Schluss, das habe ich auch als DCP eingebaut. Dann habe ich hier nichts Großartiges rumzustecken und kann mich um andere Sachen kümmern. Ne? Jetzt haben wir die Playlist besprochen. Viel Gerede. Ja, legen wir gleich los. Ich sage gleich auf die Leinwand erscheinen. Wenn allerdings noch sehr blass. Ja, und da ist er auch schon. Man sieht, er ist noch viel zu hell und auch viel zu laut von der Seite. Ja, dann bis gleich zum Filmstart. Am Spiel auch. Der Herr Forman, der Regisseur, musste dann später ausreisen. Er wanderte nach USA aus. Das war's auch heute wieder.
get to boat. Es wird auch Zeit für Feierabend. Schau dich die Leinwand an. Ich glaube, da kommt ein Sturm. Na, Bildschärfe ist heute wieder ein Fremdwort. Naja, die Tage des Xiaomi sind gezählt. So. Ist halt jetzt alles wieder retour, alles abbauen. Der Profi, der Lenny. Oh je. Warum? Ich sehe das Ding liegen. Nee, das liegt nicht. Glaub mir das. Ist gut, wenn man weiß, dass der Bremse drin ist. Warte mal, wo still ist das? So. Dann machen wir auch die Leinwand runter. So, das war die Leinwand. Man sieht jetzt natürlich trotz
scheint einfach nicht viel. Aber ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, ihr kennt es ja vom Aufbau. Der Rest an Luft, der geht jetzt noch raus über Nacht. Und die legt sich. So, die Lautsprecher stehen auch noch da. Der Kollege hat stabilisiert. Ja, das war's dann für den Abend. Wie jeden Abend. Dann heißt es nur noch die ganze Sachen ins Auto packen und wieder ins Kino fahren. Ja. Hat hoffentlich die Neugierde einiger befriedigt, wenn nicht posten. Es kommen ja noch mehr Open Airs jetzt. Ne? Ade. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.